Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein weiteres Mediabook aus dem Hause Wicked Vision mitgebracht, das seit dem 10. Februar 2023 im Handel erhältlich ist, und zwar in drei verschiedenen Cover-Varianten. Hier auf dem Tisch bei mir liegt Cover B, und ich denke, dass wir hier wie bei den letzten Mediabooks, die ich von Wicked ausgepackt habe, auch wieder Cover A und Cover C mit im Cover-Booklet, also im Booklet mit drin haben. So, deswegen blende ich die jetzt nicht ein. So, ja, The Wind ist der Film, um den es geht. Das ist ein amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1986 von Regisseur Nico Mastorakis. Und das Besondere an dieser Veröffentlichung: es handelt sich zum einen um die Blu-ray-Premiere, also um die HD-Premiere, neu abgetastet unter der Aufsicht des Regisseurs. Und außerdem haben wir hier auch noch den Soundtrack mit drin. Hier steht es auch, von Hans Zimmer und Stanley Myers als Bonus-CD. Darüber hinaus enthält dieses Mediabook den Film auch noch auf DVD für alle, die den Film gerne in der Sammlung haben möchten, unter anderem halt in diesem schönen Mediabook oder halt mit Soundtrack, aber kein Blu-ray-Equipment zu Hause stehen haben. Also auch an die wurde gedacht. So, wir packen das jetzt mal aus, und ich gehe mal davon aus, weil das ja schon in diesem Jahr veröffentlicht wurde, also 2023, dass es sich hierbei auch schon um die neuen Mediabooks von Wicked handelt, die also nicht mehr Hochglanz sind, sondern matt. Und ich persönlich finde das, wie gesagt, ausgezeichnet, weil ich kann mit diesem Hochglanzzeug nicht viel anfangen, aber das ist Geschmackssache. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber Hochglanz-Mediabooks habt oder matte, und ich sehe es gerade, es ist noch Hochglanz. Gut, okay, das ist also noch keins von den neuen Mediabooks. Es ist noch in Hochglanz, aber ja, passt natürlich dann auch gut in die restliche Wicked-Sammlung rein. Gut, ist jetzt wie gesagt nicht schlimm. Ich persönlich bevorzuge matte, aber das ist halt noch eins von den alten Hochglanz-Mediabooks. Egal. So, wir schauen uns das jetzt erstmal vorne an. Wir haben hier die wunderbare Meg Foster, die Frau, deren Augen aussehen, als würde sie farbige Kontaktlinsen tragen, aber sie hat tatsächlich diese strahlend blauen, weißblauen Augen. Das ist Evil-Lyn aus dem Masters of the Universe-Film zum Beispiel. Ja, die hat aber ganz viele andere Filme gedreht, auch mit Carpenter. Also ich mag die Darstellerin sehr. So, dann haben wir hier, habe ich ja eben schon gezeigt, den Hinweis darauf, dass es sich hierbei um eine HD-Premiere handelt, um eine deutsche HD-Premiere. Dann haben wir hier noch das FSK-Siegel und halt die ganze Werbung, also Wicked Vision und DVD-Blu-ray-Paket. Auf der Rückseite haben wir Forever Physical, Streaming war gestern. Ein paar Hinweise auf andere Titel von Wicked Vision, die ich entweder ausgepackt habe oder auspacken werde. Ja, und ja, das ist halt das Vorlageblatt, das hier nur draufgelegt war und nicht verklebt. Finde ich persönlich super, weil ihr wisst ja, die Klebepopel, die hauen hier immer so blöde Dellen rein. So, jetzt können wir uns das Artwork vorne drauf auch nochmal genau anschauen, weil der Titelschriftzug, der war hier eben unten, jetzt ist er hier oben, wo er weniger stört, wie ich finde. Und ansonsten haben wir da auch nicht viel draufstehen. Also hier nicht To Disc Limited Collectors Edition Nummer 64 steht hier nicht drauf. Und auch hier dieser Werbeflatschen ist nicht drauf. Das FSK-Siegel ist nicht drauf. Dafür können wir uns jetzt hier das Artwork genau ansehen. Und wie ich finde, ist das ein tolles Artwork. Das hat schon Postercharakter. Auf dem Spine haben wir auch den Filmtitel draufstehen, The Wind. Dann haben wir hier oben das Glubschauge von Wicked Vision, das meiner Meinung nach schönste Firmenlogo, das es derzeit auf dem deutschen Markt gibt. Dann hier unten den Hinweis auf Blu-ray und DVD, und auf der Rückseite haben wir einmal eine Inhaltsangabe, dann hier ein paar Bilder aus dem Film, und da sehen wir auch schon die strahlend blauen Augen von Meg Foster, großartig. Dann haben wir hier noch den Hinweis auf den Soundtrack. Hier haben wir dann die Credits. Dann haben wir hier die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Dann haben wir hier unten das Bonusmaterial aufgeführt. Das ist wohl wieder reichhaltig. Und dann hier den Hinweis auf Cover B, limitiert auf 333 Stück. Und dann noch hier unten die Urheberrechtshinweise. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Vorne drin liegen haben wir die Blu-ray. Die schaut so aus. Sind das Spinnennetze? Also ich muss sagen, ich kenne diesen Film nicht. Ich bin also sehr gespannt, was mich da erwartet.
Der Titel The Wind, ja, das sagt ja erstmal nicht viel. Ihn hier kenne ich auch. Mensch, wie heißt der? Ich weiß jetzt leider nicht, wie er, aber der ist auch ein ganz bekannter Schauspieler, liegt mir auf der Zunge, aber will gerade nicht rauskommen. So, dann haben wir hier hinten, lässt sich schwer lösen, aber ich habe sie, haben wir hier die DVD, die schaut so aus, so ähnlich oder genauso, ich muss mal schauen, ja, sind das andere Spinnennetze? Ja, sind andere Spinnennetze, so. Andere Spinnennetze auf der DVD und hier haben wir den Soundtrack, der lässt sich leichter lösen. Original Motion Picture Soundtrack. Also für die ganzen Soundtrack-Fans ist das natürlich eine der schönsten Dreingaben. Finde ich persönlich sowieso geil, wenn man Filme mit einem markanten Soundtrack hat, wenn man dann den Soundtrack mit dabei liegen hat, finde ich super. So, wir haben auch hier einen farbigen Innendruck, der geht ineinander über. Oder? Ist doch das gleiche. Ja, geht über. Ich sehe es gerade. Ja, ich denke schon. Oder? Ja, fast. Ich weiß jetzt nicht. Müsste man das Booklet rausreißen, dann könnte man es aber... Nee, ich lasse es drin, natürlich, so. Ja, das hat Wicked Vision in der Vergangenheit schon häufiger gemacht, dass das Soundtracks mit dabei war. Zum Beispiel beim Hexenjäger, meine ich, wäre der Soundtrack mit dabei gewesen. Das fand ich auch damals schon ziemlich cool. Oder? Täusche ich mich gerade? Ich glaube, ich täusche mich gerade. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem anderen. Ist jetzt an dieser Stelle auch egal. Auf jeden Fall, ich finde es toll. Hier ist der Soundtrack dabei. Ende. So, das Booklet steht hier schön in der Mitte. Ist direkt mit dem Booklet verbunden, mit dem Mediabook verbunden. Und ihr seht das ja hier. Magisch steht das Buch wie eine 1 genau in der Mitte. Also das hat man jetzt verändert bei den neuen Mediabooks. Da ist das so reingeklebt. Finde ich aber auch nicht schlecht. Zumal man kann es besser blättern, ja, also hier haben wir jetzt, das ist ein schönes, dickes Papier, aber für meinen Geschmack etwas zu glänzend, aber ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Stuart Tyler Cameron hat das Booklet geschrieben, so, wir schauen uns das jetzt mal grob an, da haben wir hier oben ein paar Bilder aus dem Film und noch ein paar Bilder aus dem Film, was ich persönlich ja nicht so ganz optimal finde, wenn da Bilder aus dem Film drin sind, abgesehen davon. Ist ein schönes, umfangreiches Booklet, ja, auch wenn jetzt hier wirklich viele Bilder aus dem Film drin sind. Für meinen Geschmack glänzt es etwas zu sehr, aber es lässt sich gut lesen. Schönes Schriftbild, Größe der Buchstaben ist schön, also nicht schlecht. Macht also wirklich was her. Und wenn der Informationsgehalt jetzt auch noch stimmt, ist das natürlich optimal. So. Und, wir blättern hier wirklich, das ist, also hier sind wirklich, obwohl hier ist jetzt, ist nicht so, das sah gerade nicht ganz so scharf aus, ist es aber doch. Also ich habe wohl wieder was an den Augen, wenn das so weit weg liegt. Was heißt weit? Also ich bin ja, ne? Dann sieht man das halt nicht mehr so gut. Und jetzt geht's auch schon los. Hier haben wir jetzt die Artworks. Das hier ist jetzt das Cover Artwork A, habe ich ja gesagt. Ach, hier steht's auch. The Wind Original Artwork. Also das hier ist das Original Artwork. Das ist auch auf Cover Variante A zu finden. Finde ich auch sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier jetzt natürlich Cover B von Ralf Krause. Das ist das, was wir hier aktuell drauf haben. Und hier ist Cover Artwork C von Timo Würz. Auch ein großartiger Künstler, der hat viel von John Sinclair auch gemacht. Auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Ich könnte mich jetzt gar nicht wirklich entscheiden, welches ich präferiere, aber ich denke, hier mit Cover B bin ich schon ganz gut bedient. Gefällt mir also sehr gut. Aber es sind alle drei sehr, sehr cool. So, dann haben wir hier den Soundtrack. Ah, ich glaube, ich weiß. Bei Castle Freak war der Soundtrack noch mit drin. Auch von Wicked Vision damals, ja. Genau, ha, ich wusste, früher oder später würde es mir einfallen. So, und dann haben wir hier noch ein paar weitere Bilder aus dem Film. Das finde ich jetzt... gut, damit kriegt man so ein Booklet natürlich auch voll. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage bei einem Film aus den 80er Jahren, wie viel Bonusmaterial oder wie viel Fotos und sowas gibt es da überhaupt. Also, dass man hier die einzelnen Artworks nochmal abbildet, finde ich schön. Jetzt wäre es natürlich schöner gewesen als hier Bilder aus dem Film.
wenn du jetzt hier irgendwie so Zeitungsartikel oder internationale Cover von Videos oder sowas gewesen wären. Aber gut, ist halt nicht. Trotzdem, naja, gut, ist das Booklet schön vollgepackt mit Bildern. So, und hier auch wieder die letzte Seite, lässt sich nicht so richtig aufklappen. Das ist, ja, also da finde ich die neuen Mediabooks wesentlich besser, aber wie gesagt, ist Geschmackssache. So, das war's. The Wind aus dem Jahr 1986. Wie gesagt, seit dem 10. Februar 2023 in drei verschiedenen Cover-Varianten erhältlich. Schaut am besten mal im Wicked Shop vorbei, der ist unten verlinkt, ohne dass ich davon irgendwelche Vorteile habe. Und ja, da könnt ihr den Titel sofort bestellen. Und ich sag mal, so günstiger kriegt ihr den nirgendwo. Erst recht nicht bei Onkel Jeff, ja, der haut immer noch ordentlich was drauf. Trotzdem, wenn ihr ihn haben wollt, ihr kriegt den mit Sicherheit. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil. Euer Michael Speyer.